Hallo und herzlich willkommen beim Primetime Talk. Mein Name ist Katja Karrenbauer. Und mein Name ist Bernhard Schwendemann. Wir haben heute das Thema Adel verpflichtet und dazu haben wir einen zauberhaften Gast eingeladen. Allerdings nicht als Adelsexpertin. Nein, wir möchten einen schönen Einblick, einen wahren Einblick in ihr Leben als echte Prinzessin. Herzlich willkommen, Lilly, Prinzessin zu sein Wittgenstein Berleburg. Habe ich das richtig ausgesprochen? Bravo, Katrin, guten ganz Abend. Toll. Super habt ihr das gemacht. Herzlich willkommen. Da sieht man die echten Profis. Super. Lilly, ich fall direkt mit der Tür ins Haus. Ich habe mich echt eingelesen über Designs, über Design Wittgensteins, über Design Wittgenstein-Seins. Einfach nur mal so eine Frage an dich. Könntest du von 1100 bis über die 1600, 1800, da gab es die Caroline, die mit Franz Liszt verheiratet war. Wüsstest du die alle so? Katja, ich bin tief beeindruckt von dir. Vielleicht kannst du mir was über meine Familie erzählen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe erst in letzter Zeit, weißt du, auf einmal hast du Kinder, die werden größer, die stellen Fragen und man versucht ihnen so gewiss mitzugeben, woher sie kommen und wer sie eigentlich sind und dass es da einfach schon eine längere Ahnenlinie gibt, weil das ja auch sehr viel Kraft geben kann im Leben. Und ich muss gestehen, als meine Mutter das mit mir versucht hat, da war ich 16, habe ich immer gesagt, Mami, lass mich in Ruhe und zwar sofort, ich will davon nichts wissen. Ja, und jetzt habe ich eigentlich, über die Caroline habe ich zum Beispiel auch erst in den letzten 2 Jahren gelesen. Ich wusste das zwar vorher schon, aber ich wusste auch nicht so genau, wie sie mit mir verwandt ist. Wie Designer und die Wittgensteiner. Ich habe zum Beispiel festgestellt, da wo ich jetzt lebe, ich lebe ja zwischen der Schweiz und Altaussee, zwischen Verbier und Altaussee, lebe ich gerade in einem Haus, wo es eine Marie zu seinen Wittgenstein Berleburg gab. Das war auch ein reiner Zufall, dass wir das eigentlich rausgefunden haben. Und da, ihr Vater war sein Wittgenstein seiner. Also das ist eine lange Geschichte, aber jedenfalls habe ich jetzt in letzter Zeit erst, wurde ich belehrt, dass diese Großtante von mir tatsächlich eine direkte Großtante von mir war. Es ist wirklich, also... Deswegen, das ist irgendwie spannend, weil man wenn man so einen Lebenslauf oder beziehungsweise so einen Stammbaum hat, wie du den hast. Ja. Also ich habe dann auch gesehen, da waren russische Admiräle dabei und. Wusste ich nicht und ich finde das so spannend, weil man einfach darüber nachdenkt, so wie sind die alle miteinander verknüpft, wo hat wer auch auf einen Adelstitel zum Beispiel verzichtet. Und die gab es nämlich auch durch die Heirat, Und wie wächst man denn als Prinzessin auf? Weiß man als kleines Mädchen das und weiß man, dass man eine Prinzessin ist eigentlich? Ja, also spätestens im Kindergarten oder in der Schule wird einem das schon sehr stark vor Augen gehalten. Also indem man einfach gefragt wird, sag mal, wo ist denn deine Krone? Und okay, die langen blonden Haare, die funktionieren, die hatte ich immer schon. Und wo ist die Krone und wo ist das Kleidchen? Und das geht dann natürlich irgendwann auf die Nerven. Aber die meisten Kinder, würde ich sagen, sind sehr konditioniert durch die Disney-Prinzessin. Ja, und irgendwie wird man da natürlich ständig gefragt, absolut, wo ist die Krone? Mädchen wollen ja alle Prinzessin sein. Genau. Ja, irgendwie schon. Es ist dann doch irgendwie der große Kindheitstraum. Mit diesen Gedanken wird man groß. Ich muss sagen, für uns war das natürlich was anderes. Also so wie wir groß geworden sind, ich habe 4 Geschwister, 2 wunderschöne Schwestern und 2 erstaunlich wirklich großartige Brüder, die beide sehr viel leisten für sich selber, beide hart arbeiten, auch meine Schwestern beide. Wir haben alle sehr, sehr viele Kinder. Also meine Eltern haben 11 Enkelkinder. Also eine richtige Großfamilie. Und in meinem Fall ist es so, dass mein Urgroßvater, der Vater meines Vaters, im Krieg gefallen ist und meine beide Großmütter von beiden Seiten die eine aus Ostpreußen geflohen ist mit 4 Kindern und die andere mit 5 Kindern aus der Nähe von Magdeburg. Mhm. Und insofern hat mein Vater wirklich selber alles, was er getan hat, hat er wirklich selber auf die Beine gestellt, hat wirklich mit einer ganz simplen Lehre bei Mercedes-Benz angefangen, ist dann zu Porsche gegangen, hat dann bei Citroën Regional Nord übernommen und war Nordeuropa-Chef für Porsche eine ganze Weile und wurde dann Deutschland-Chef von Jaguar und hat das Business dort mit aufgebaut. Also wir sind wirklich sehr, sehr bodenständig groß geworden, muss man sagen. Also nicht so, wie andere sich das vorstellten. Mit dem silbernen Löffel im Mund. Auf einer Burg gelebt.
gelebt, du hast nicht auf dem Schloss gelebt. Da gibt's ja die Schlösser, gibt's ja alle. Aber dir war klar, dass du eine Prinzessin bist. Das war auch als Kind schon klar. Wird man auch anders behandelt von den Mitschülern oder Lehrern? Warst du in der Schule oder hattest du einen Privatlehrer? Ich war in der Schule. Du warst in der Schule. Ich habe 7-mal die Schule gewechselt. Ja. War in sämtlichen öffentlichen Schulen von Hamburg. Also weil natürlich mein Vater beruflich immer wieder verreisen musste und wir alle mitgezogen sind, sind wir alle völlig normal auf die öffentliche Schule gegangen. Und da war es, also ich muss sagen, in meinem Fall habe ich sehr viel Glück gehabt, weil ich eigentlich das ziemlich schnell abgehandelt habe, das Thema. Es mag vielleicht sein, weil ich Mittelkind bin von 5, dass ich mich ganz gut ausgleichen kann und angleichen kann an die Begebenheiten, die notwendig sind. Für meine älteren Geschwister zum Beispiel auf dem Land war es sehr, sehr schwierig, weil es dort bekannt war von den anderen Kindern, dass sie einfach einen Titel haben und sind. Die haben da sehr, sehr unangenehme Erfahrungen gemacht. Ach, tatsächlich? Also nichts Positives, keine Privilegien nicht. Jetzt? Für Kinder ist das sehr, sehr schwierig, weil sie ausgegrenzt werden und weil eigentlich auch generell immer angenommen wird, dass man privilegiert ist einfach. Das war mein Bruder sogar so ein bisschen. Genau. Und die Frage ist, ich muss dazu verifizieren, wir sind privilegiert. Ich empfinde schon einfach den Umstand, dass ich Europäer bin heute, ein Privileg, weil ich weiß, dass ich in einem sehr, sehr sicheren, eigentlich dem sichersten Kontinent auf der Welt lebe. Ich bin privilegiert, weil ich einen unglaublichen, starken Familienzusammenhalt habe. Ich bin privilegiert, weil ich natürlich auch durch den Titel Möglichkeiten habe, die mir gegeben werden. Es öffnet die Türen leichter, aber man muss sich auch weitaus stärker danach beweisen, würde ich sagen. Also im beruflichen Leben zum Beispiel für meinen Bruder. Da gehen wir gleich nochmal richtig drauf ein, weil das kriegt uns so einen Lauf, weil die Kindheit interessiert mich schon noch mal ein bisschen mehr. Also, ob es so bestimmte Regeln gibt, unter denen man oder ob du unter anderem und du und deine Geschwister unter anderen Regeln aufgewachsen sind, also zu Hause. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, weil es geht vielleicht auch um Entführung. Ne? Man hat ja immer das Gefühl, so wenn da Geld gerochen wird, gibt es vielleicht auch die Angst vor Entführung oder so. Das ist erstaunlich, dass du das sagst. Also im Grunde genommen sind das natürlich so Sachen, die wir als Kinder jetzt so nur bedingt wahrgenommen haben, weil wir natürlich auch eigentlich so gar nicht in der Öffentlichkeit standen. Mhm. Das hat meistens mein Vater gemacht. Es gab allerdings eine Zeit, in der mein Vater Deutschlandchef von Jaguar war, als Prinz Otto Ludwig zu sein Wittgenstein. Und damals die RAF einfach damals aber den eher kapitalistischen Unternehmen Drohungen geschickt hat. Und da war es so, wenn er mich morgens in die Schule gefahren hat. Nach der Schleierzeit wahrscheinlich. Nach der Schleierzeit, genau, zu der Zeit war das. Dass wir morgens tatsächlich unter das Auto geguckt haben und geschaut haben, ob da eine Bombe ist oder nicht. Also das war schon so. Und also auch abends, ich war damals 11 oder 12, war es so, dass wenn ich dann auf meine kleinen Geschwister aufgepasst habe und meine Eltern mal ausgegangen sind, da habe ich schon, also da gibt es sehr lustige Geschichten. Wir haben Gott sei Dank, das ist ein weiteres Privileg, dass ich eine Familie habe, die mit einem unglaublichen Sinn für Humor die meisten Dinge im Leben irgendwie abpuffert und da wird dann herzlich drüber gelacht. Insofern haben wir auch diese Zeit eigentlich sehr lustig in Erinnerung, weil ich in meinem Stockbett lag und eigentlich mir da sehr intensiv Gedanken drüber gemacht habe, wie ich jetzt meine Geschwister verteidige, falls denn tatsächlich irgendjemand kommt. Also du hast das spielerisch gelernt quasi? Ja. Und hast dann aufgepasst? Ich hatte dann einen Hockeyschläger neben meinem Bett und dann bin ich tatsächlich. Und eines Nachts gab es dann eine Situation, wo ich auf einmal, ich habe mir das genau ausgedacht, da war die Tür und neben der Tür ging die Marmortreppe runter und ich hörte auf einmal ganz leise, hörte ich meine Eltern, wenn sie nach Hause kamen, und bin dann wieder eingeschlafen, aber in dem Fall war es so, dass mein Papi also die Treppe hoch, ganz leise hochkam und ich dachte mir, okay, das ist ein Einbrecher und bin also schweißgebadet. Erst verzog ich mich unter meine Bettdecke und dann bin ich aus dem Stockbett raus, schweißgebadet, weil ich hatte ja die Verantwortung für meine Geschwister, nahm meinen Hockeyschläger und bin aus der Tür raus. Deinem Vater zog den Hockeyschläger hoch und habe fast weil ich habe mir das genau ausgedacht, ich hätte ihn fast erschlagen, der wäre nämlich dann rückwärts, hätte sich das Genick gebrochen. Das habe ich mir genau ausgedacht in meinen 12 Jahren, dass wenn ich da einmal oben drauf haue, dann fällt er rückwärts runter und bricht sich das Genick. Und damit hat sich der Fall. Also hattest du auch so die Position der Starken inne, wie es aussieht, unter den Geschwistern, die Starke, die Löwin sozusagen, die ihre Geschwister verteidigt, war das so? Also für die Kleinen auf jeden Fall, doch, ja, wahrscheinlich, ja.
Also ich glaube aber auch, dass es, also meine Brüder zum Beispiel sind genauso, meine Schwestern schon auch, wehe irgendjemand versucht irgendwie einem Geschwisterteil, wir untereinander kabbeln uns schon und da gibt's und da gab es auch sehr, sehr viele natürlich, wie das ist, aber wehe irgendjemand von außen kommt und sagt was Böses über ein Familienmitglied, dann werden wir wirklich zu, aber werden wir alle zu Löwen. Okay. Es ist natürlich auch so gewesen, dass wir auch von unseren Eltern schon sehr in die Verantwortung mitgezogen wurden für die jüngeren Geschwister. Das war auf jeden Fall so. Was ich aber für sehr, sehr sinnvoll halte, ehrlich gesagt. Absolut. Ja, absolut. Ja, das ist ja eigentlich ganz schön. Hast du besondere, du sagst Privilegien, was ich ja auch immer ganz wichtig finde. Hast du mehr Sprachen gelernt zum Beispiel als andere Schüler, weil du ja auch viel internationaler auch vorbereitet wurdest sicherlich auf das Leben, als das manch einer in der Schule hat? Erstaunlicherweise war es so, dass meine Eltern, also meine Mutter mit 5 Kindern war mehr als deutlich beschäftigt, diese Kinder großzuziehen. Mein Vater war sehr, sehr viel unterwegs. Ich als Mittelkind, 6 Jahre von meiner älteren Schwester und 6 Jahre von meiner jüngeren Schwester entfernt, bin mit meinem Vater sehr viel mitgereist und habe eigentlich schon mit 14, gerade in diesen Jahrgurtzeiten, war ich so genau in dem Alter, wo ich so gewiss mitkommen durfte und dann auch sehr viele repräsentative Sachen mit übernommen habe. Zum Beispiel für das Jaguar Race Team war ich in Hockenheim und war dann das Maskottchen, hatte hinten groß Jaguar drauf oder ich musste Champagnerflaschen auf der Bühne überreichen. Also auf deine Kleidung hattest du Jaguar. Ja, ich hatte ein dickes Jaguar-Logo hinten drauf. Ich würde jetzt nicht sagen, es war sicherlich so, vielleicht habe ich da schon die große weite Welt gerochen, aber also die Bemühungen meiner Eltern, mir Französisch und Englisch beizubringen, ist gänzlich schief gelaufen. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, aber schwer gelangweilt war, dass ich in ein Schloss in die Dordogne nach Frankreich geschickt wurde, um Französisch zu lernen. Da war ich aber die Älteste und fand das furchtbar langweilig. Und ich habe dann immer die Pfadfinder, den See, die Dordogne runterfließen sehen und wollte dann lieber unten sitzen. Habe da ein bisschen Französisch gelernt aufgrund der Jungs damals mit 16. Aber hast du das nachgeholt irgendwann mal? Ja, das habe ich nachgeholt. Das hast du nachgeholt? Ja, weil mich irgendwie, das war für mich ist es immer so gewesen, für mich war immer so ein Bedürfnis raus in die Welt und Kulturen und Sprachen lernen. Mittlerweile habe ich Holter die Polter 4 gelernt. Also Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, das geht dann schon, aber es war auch notwendig. Man stellt sich das so vor, man muss dann früh Sprachen lernen oder Instrumente lernen. War das auch früh, dass man sagt, ich muss... Ja, also das war schon sinnvoll. Man hat ja früher auch Französisch, ist ja heute ist die Umgangssprache Englisch weltweit. Früher war das an den ganzen Höfen, war es Französisch. Meine Mutter hat sich redlich bemüht, mir also elegantes Französisch beizubringen und auch Klavier beizubringen. Irgendwann hat sie das Handtuch geworfen und aufgegeben. Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil das ist ja immer so, dass kaum jemand weiß das. Ne? Es wird ja immer behauptet, Adelige werden dazu gezwungen, ein Instrument zu lernen. Die arme Mami. Und die arme Mami hat sich, hat dich quasi in den Klavierunterricht... Sie hat sich redlich bemüht. Oder hat sie das selber beigebracht? Ja, ich wollte es eigentlich, das Klavier. Das wollte ich schon. Sie hat sich dann bemüht, dass da so eine gewisse Kontinuität bleibt, aber die... War typisch, da kamen dann andere Interessen ins Spiel mit 14. Aber das hätte ich mir zum Beispiel gewünscht. Also bei uns ging es nur mit der Gitarre. Das war so das Instrument, was man sich leisten konnte. Und ich bereue das wahnsinnig, dass ich nicht Klavier spielen gelernt habe. Hast du Klavier spielen gelernt? Nein. Also überhaupt ein Instrument? Ich bin unmusikalisch. Du singst ein bisschen unter der Dusche. Genau, ich singe ein bisschen unter der Dusche und das ist dann mein musikalisches Highlight. Ich fürchte, bei mir beschränkt sich das mittlerweile auch aufs Tanzen und das mit dem, also du hast es gelernt, aber heute ist das... Ich habe es von 14 bis 15 ein paar Mal gemacht, habe meinen Klavierlehrer zum Wahnsinn getrieben, bis er dann irgendwann meiner Mutter erklärt hat, dass ich gänzlich also es war auch nie ein Interesse zu faul wäre, dass ich möglicherweise Talent haben könnte, aber doch zu faul wäre dafür und dann haben wir es gelassen. Und das ist auch nie wieder gekommen, zu sagen? Nie wieder. Nee. Nein, und dann habe ich ja sehr früh geheiratet, meinen Ex-Mann, der wirklich ein sensationeller Pianist ist und wirklich hochtalentiert ist. Und da kam darf dann man auch mal so sagen, Alexander zu Schaumburg-Lippe, sensationeller Pianist. Absolut. Wäre ich auch noch drauf gekommen, weil ich habe ihn neulich getroffen und er ist immer so begeistert. Ich habe gesagt, ich muss dich mal hören, ich habe ihn ja noch nie gehört. Das muss er übrigens auch. Und das wird er hoffentlich auch machen. Ja. Wir sind da im Gespräch. Das ist gut so. Das ist sehr gut, das genießt er sehr. Aber hat er dich damit auch, was ich immer so als Traum fand, ne, so, ich sah mich dann immer mit der großen Liebe, der dann Klavier spielen konnte und man singt dahin und sagt, spiel für mich. Wenn man singen Chopin könnte. Und, ja gut, also man singt dahin mit K wohlgemerkt. Das Singen. Man singt dahin. Ich bin definitiv dahin gesunken. Ich habe mich dann theatralisch über das Klavier geschmissen und irgendwann beschloss Alexander, das mit den Gesangsstunden hat überhaupt keinen Zweck, weil ich wäre eher Schauspielerin, als dass ich Sängerin wäre und fange
fing dann an mit Marlene Dietrich und alten deutschen Schlagern, weil er meinte, da bräuchte man nicht so viel Stimme für. Okay. Du hast ja sehr jung geheiratet, mit 20. Mit 20, ja. Ist das jetzt so üblich oder im Adel oder? Nein. Nein. Ist es selbstverständlich. Also das hat sich ergeben. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, jung heiraten ist... Das junge Heiraten ist, meine Mutter hat mit 18 geheiratet. Ja. Also mit 18 hat sie meinen Vater kennengelernt, mit 19 hat sie geheiratet. Und irgendwie war ich damals der Ansicht, dass ich so unglaublich weise und schon weit entwickelt wäre, dass ich natürlich ganz genau weiß, was ich tue. Und dass es auch völlig in Ordnung ist, einen 14 Jahre älteren Mann zu heiraten, den ich über alles liebe und von dem ich zutiefst beeindruckt bin. Und das war dann auch für meine Eltern okay. Die Mami hat dann beschlossen, sie hat ja auch mit 19 geheiratet. Der Papi war sich nicht so ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, aber ich wollte das gerne. Und jetzt ist natürlich die Frage, die taucht jetzt natürlich auf. Bist du selber so ein bisschen in die Richtung gegangen? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ist das unter seinesgleichen oder unter euresgleichen? Wir haben uns tatsächlich unter unseresgleichen kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt in Neuwied auf einem Fest, was gegeben wurde für die Kinder. Und das ist beim Fürstenwied gewesen damals. Da hat mich meine Mutter dann hingeschickt, wo ich mich eigentlich tendenziell geweigert habe, weil ich fand, das war so gar nicht deine Party. Überhaupt nicht. Nee, ich fand das irgendwie uncool. Ich fand das schrecklich uncool eigentlich, aber habe mich dann ergeben und bin dort hingekommen und war entsetzlich verschüchtert eigentlich, weil es waren eigentlich alle sehr viel älter als ich und der rührende Alexander hat sich dann sehr liebenswürdig meiner angenommen und mir alle vorgestellt und war besonders nett. Und dann haben wir uns eigentlich das ganze Wochenende wunderbar unterhalten. Da haben wir uns kennengelernt. Das hat dann aber noch eine Weile gedauert, bis wir tatsächlich zusammenkamen. Aber das war es Liebe auf den ersten Blick? Oder war das so, dass man sowieso so in der Runde, man muss ja auch so ein bisschen unter seinesgleichen gucken, glaube ich. Also die Mami hätte schon gern gehabt, wenn ich mich da ein bisschen umgeguckt hätte. Also irgendwo hätte. Bei den Adligen. Ich weiß gar nicht, ich glaube für meine Eltern, und das verstehe ich heute wahrscheinlich sehr viel besser, damals habe ich ihnen das natürlich vorgeworfen, dass jetzt irgendwie ich verschabelt werde, sozusagen meistbietend, weil ich kam mir immer vor wie auf so einem Kuhhandel und deswegen habe ich mich da auch sehr revolutionär gegen geweigert. Aber irgendwie verstehe ich heute, dass sie vielleicht einfach sich gewünscht haben, dass ich jemanden finde, der ähnlich denkt wie ich, der ähnlich groß geworden ist wie ich, der ein ähnliches Umfeld hat. Verstehe ich, was ja nicht nur also in unserem sozusagen sozialen Bereich so ist, sondern ist ja eigentlich fast überall so, dass man einfach da, weil sie selber wissen und meine Eltern sind selber durch sehr, sehr schwierige Zeiten durchgegangen zu Wahlen, das war sicherlich nicht einfach. Mein Vater war sehr viel unterwegs, hat sehr, sehr hart gearbeitet. Und die Mami war zuweilen schon sehr alleine mit ihren 5 Kindern und das ist viel Arbeit, das weiß ich heute auch. Also sie hatte, glaube ich, so ein bisschen eher so den Wunsch, dich auch standesgemäß, man nennt das ja tatsächlich so. Das war sicherlich der eine Fall, aber sie wusste auch, dass diese frische Liebe, dieses sehr starke Verliebtsein und die Passion und dass da schon auch noch mehr dahinter sein muss, wenn man wirklich eine langjährige Ehe führen will. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, bis zum gewissen Grad, ich will jetzt nicht, meine Kinder dürfen sich wirklich aussuchen, wen sie sich wünschen, solange wirklich oder sie gut für sie sind. Und das ist ihre Entscheidung, ich vertraue ihnen zutiefst darin. Aber eine Sache muss ich sagen, also der Alexander und ich verstehen uns heute, wir sind gemeinsam Eltern geblieben, auch nach der Trennung. Wir haben gerade in Bückeburg für unseren gemeinsamen Sohn einen Café neu eröffnet. Ne? Genau, der Teddy, der jetzt so langsam anfängt, auch mit wirklich Verantwortung zu übernehmen in Bückeburg, was ganz toll ist und ihm auch sehr liegt. Aber was ich sehe einfach ist, dass wir eine so innige, warme, liebevolle Beziehung zueinander haben, die einfach so auch diese ganzen Höhen und Tiefen im Leben überdauert hat, aufgrund auch dieser Gemeinsamkeit, die wir natürlich, diese Liebe zu unserem Sohn haben. Ich habe eine ähnliche Situation mit dem Vater meiner Tochter. Aber dass man so ein bisschen den Weg versteht. Also du hast mit Alexander deinen Sohn Teddy bekommen. Ja. Da warst du 2021, also das war ja sehr früh. So, und weil du gerade so schon von dem Erwachsenen, der ist ja mittlerweile 22, glaube ich, der wollte ja mal Musiker werden und wollte als Rock'n'Roller durch die USA. Und da hast du gesagt, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Sex, Drugs, das gönne ich ihm. Nein, Sex and Rock'n'Roll gönne ich ihm. Nein, das habe ich gelesen. Ich habe mich ja ein bisschen auf die vorbereitet. Aber das mit den Drogen wüsstest du nicht so ganz. Und eigentlich
Würdest du ihn durch Amerika auf seiner Tournee, da war der glaube ich 17, als er los wollte, du würdest ihn begleiten, hast du gesagt. Richtig. Und ansonsten würdest du nach den Konzerten dafür sorgen, dass er durchs Abi geprügelt wird. Ganz genau. Ist das passiert? Er hat sich das dann anders überlegt. Er hat es nie gemacht, die Tour. Ich glaube, als Rockstar mit seiner Mutter durch die Gegend zu touren, ist ziemlich uncool. Das fand er wahrscheinlich auch. Sondern hat er eine Offizierslaufbahn, glaube ich. Erstaunlicherweise hat er sich wirklich um 180 Grad oder vielleicht um 180 Grad gewendet und ist, hat dann eine Offizierslaufbahn angestrebt. Okay. Und zwar... Das ist eigentlich ganz lustig, weil er hat seine eigene Musik geschrieben, war im Internat, was wollte sein Vater sehr, sehr gerne. Es war immer sein großer Wunsch, aufs Internat zu gehen. Er durfte nie. Ich war dem sehr verhalten gegenüber. Ich war nur im Internat. Im Endeffekt hat es ihm sehr, sehr gut getan. Ja, und dort war es dann so, dass er irgendwie durch einen Onkel, er wollte nie reiten zum Beispiel, ist ganz witzig. Also ich habe immer, meine Großmutter hat Pferde gezüchtet und habe dann versucht, dem Donatus die Pferde nahe zu bringen, überhaupt nichts zu machen. Und auf einmal kam so diese Idee, vielleicht auch durch meinen Schwager, der Mann meiner Schwester, der nun im holländischen Militär ist und einen sehr starken Bezug zu hat und ein Onkel vom Donatus, dem Vater seines besten Freundes, der noch Wildpferde besitzt und ein großer Reiter ist. Und da kam auf einmal so dieser Wunsch auf, Kavallerie, England, Tradition. Und das war ihm unglaublich wichtig. Vielleicht war das seine Form der Rebellion gegen die etwas durchgeknallte Mutter, kann auch sein. Und den musikalischen Vater. Ich reite dir jetzt davon. Möglicherweise, die Mutter kann überhaupt jetzt eh eigentlich an Pferdephobie. Ja. Bemüht sich aber sehr. Aber das, auf einmal kam so dieser Wunsch nach Tradition, dieses unglaubliche Bedürfnis nach Tradition. Und als ich am Anfang gehört habe, ich weiß noch, wie er mich anrief, da war ich gerade auf einem Fotoshooting in Sevilla. Und wir haben, also mein zweiter Mann, mein erster Mann und ich, wir haben uns wirklich die Haare gerauft, was macht man jetzt? Oh Gott, das englische Militär, das will er auch noch und die gehen noch nach Afghanistan, haben wir natürlich gesagt. Also als Mutter muss man natürlich darüber nachdenken. Und ja, dann haben wir lange darüber geredet. Ich habe gesagt, du weißt du, es ist einfach dein Leben und wenn du das wirklich willst, dann unterstütze ich dich. Ich war wahrscheinlich die Einzige, die es gemacht hat. Alle anderen haben geschrien und gejault, also gerade dein Vater. Ja? Und das kommt überhaupt nicht in Frage und das machen wir nicht. Und du gehst nicht in den Einsatz. Und ich habe gesagt, du wirst schon wissen, was gut für dich ist. Und weil ich bei meinem Kind immer wusste, wen auch immer er sich ausgesucht hat, was auch immer. Das hat er schon von klein auf sehr genau gewusst, was gut für ihn ist und was nicht. Und das habe ich als Mutter beobachtet. Insofern, es ist ja sein Leben. Er ist 22, sagst du? Er ist 22. Mit 22 warst du ja bereits verheiratet. Ja, ich weiß. Hattest die Tochter, den Sohn schon, hattest du schon. Und galtst ja als die Partyprinzessin eigentlich, oder? Ich war 22, na hoffentlich. Ja. Ich meine, wenn man mit 22, mein Vater sagt immer, wenn man nicht das Leben in dem Moment genießt, man muss doch leben, wenn man jung ist. Als schillerndste Prinzessin Deutschlands. Ja. Die Partyprinzessin. Was war das für eine Zeit? Erzähl darüber. Das war ja eine spannende Zeit wahrscheinlich. Also ich meine, ich glaube, jede 22-Jährige oder jeder 22-Jährige geht irgendwann mal, wenn er so ein bisschen... Da steht man nicht so im Fokus. Das wird wahrscheinlich das... Und schon mal gar nicht mit einem jungen, meinem Sohn, einem Erben und einem 14 Jahre älteren Mann, der in die Verantwortung mit reinkommt. Natürlich, das war anders, aber ich habe nach wie vor einen sehr, sehr großen Lebenshunger, würde ich sagen. Und bin ein sehr lebensfroher Mensch. Und ich glaube, das zieht sich durch unsere gesamte Familie. Wir sind alle... Das ist auch eine Form der Kompensation. Also wir sind auch dann fähig, sehr, sehr viele Rückschläge in Kauf zu nehmen. Aber wir müssen es auf der anderen Seite irgendwie diese Lebensfreude leben. Das ist ja auch sinnvoll. Bist du der Meinung, dass das überspitzt war, die Partyprinzessin? Also aus heutiger Sicht, wenn du zurückschaust, das war der Titel oder sagst du, kann ich gut leben damit? Ganz ehrlich, Partyprinzessin ist doch eigentlich ein ganz cooler Name, finde ich. Nein, also ich meine, das hört sich natürlich so frivol an, Partyprinzessin. Das hört sich an wie jemand, der keinen Grips im Kopf hat und der eigentlich nur auf die nächste Party hüpfen will. Ganz ehrlich, ich habe in Bückeburg, während meine Freundinnen und Freunde in der Universität saßen und studiert haben und wenn sie das denn getan haben und sich einfach wirklich auf sich selber konzentriert haben, war ich in Bückeburg und war Schirmherrin für 6 verschiedene Organisationen, war im Krieg in Jugoslawien, hatte einen kleinen Sohn. Ja. Keiner meiner Generation hatte das und wenn ich dann mal irgendwo aufgetreten bin und sich das so gewiss entladen hat, die Energie, dann hat sich das natürlich entladen und dementsprechend war das dann vielleicht, ist es dann, aber es hat natürlich auch gepasst. Damals hat ja die Gloria Tonotaxis... Wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Gloria war ja dafür bekannt, dass sie die schrillen Frisuren hatte und dass sie auch immer so ein bisschen aus dem goldenen Käfig ausbrach und so...
Super das, Frau, die Gloria, ne? Also das eine wieder, absolute Spitzenfrau. Ja, wobei sie heute Charakter. Ja ein bisschen aneckt mit den Dingen, die sie sagt. Das hat da sie wundert immer schon man sich ein bisschen, dass sie da in manchen Bereichen nicht so ganz offen geblieben ist. Aber gut, wir wollen ja nicht über Gloria sprechen. Ja, ich aber weiß genau. Ja. Ich finde das schwierig, wenn man doch auch so eine Zeit gehabt hat und Partyprinzessin. Ich glaube, viele wussten damals gar nicht so richtig, dass du eine Prinzessin bist, eine echte. Sondern man denkt dann, ja, ne, den Alexander geheiratet und ja, ne, ich bin eine geborene Prinzessin zu sein, Wittgenstein natürlich. Aber ich glaube, es ist auch, also es war natürlich damals so, dass die Gloria, die ich also wirklich eine tolle Frau finde, auch wenn sie zu rein. Super. Ich selber, sie damals zog sich zurück und nachdem ihr Mann verstarb, zog sie sich zurück aus der Öffentlichkeit sozusagen und musste sich konzentrieren. Und ich glaube, da war auf einmal eine Nische frei. Und ein junges, blondes, lebensfrohes Mädchen, die dann in ein solches Haus einheiratet, auch gerade aus der Klosterschule gekommen, die natürlich einen sehr großen Lebenshunger mitbringt und leicht unschuldig diese ganzen Dinge angeht, die hat da genau reingepasst einfach. Mhm. Und im Endeffekt hat es mich aber auch, also ich habe mich damals immer dagegen gewehrt, weil es sich, wie gesagt, frivol anhört. Heute denke ich mir, auch ganz ehrlich, ja, es könnte Schlimmeres geben, als Partyprinzessin zu gelten, to be honest, weil ich weiß ja, was ich gemacht habe. Ich weiß, ich war im Krieg in Jugoslawien, habe mich immer um Kinder gekümmert. Ich weiß, ich habe mich um Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, war Schirmherrin für Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Niedersachsen und war ständig karitativ unterwegs. Da sind wir uns unterwegs. Aber nie begegnet, ne? Lustigerweise, aber du bist ein paar Jahre jünger als ich, weil für die Mukoviszidose war ich ja auch ganz lange. Aber das ist die Mukoviszidose. Ne? Ich war Multiple Sklerose. Ach, so. Multiple Sklerose. Okay. Ich habe das damals von der Ursula Basen übernommen. Okay. Und das war, also all diese Dinge, das war eigentlich meine Hauptbeschäftigung damals. Und natürlich die vielen Menschen, die auch nach Bückeburg oder nach Steierling kamen und viele Kindergruppen, die eine echte Prinzessin sehen wollten, mit denen man sich auseinandergesetzt hat. Und das war eigentlich mein wahres Leben. Und das ist auch bis heute noch Hauptteil meines Lebens. Meine Kinder sind mein Leben. Ich bin natürlich sehr, sehr viel unterwegs heute, aber nach wie vor karitative Organisation. Aber das sind natürlich so Sachen, die auch jetzt vielleicht in der Klatschpresse dann nur bedingt interessant sind, weil sie natürlich so genau. Was bedeutet es eigentlich, in der Öffentlichkeit zu stehen? Das schauen wir uns gleich an. Wir gehen kurz in die Werbung. Wir sind gleich wieder da für Sie. Sind jetzt schon? Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Sie redet schnell, bis gleich. Rede ich zu schnell? Nein, geil. Haben Sie Liebeskummer oder möchten Sie einfach nur wissen, was Sie erwarten dürfen? Nur Mut, ein Anruf kann Klarheit bringen. Bei Zenom Live haben 200 Astrologen, Lebensberater und Hellseher stets ein offenes Ohr und einen klaren Blick in die Zukunft. Über zenomlive.com können Sie alle Berater kennenlernen und kontaktieren. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und nutzen Sie ein kostenloses Erstgespräch unter der Nummer 0800 430 33. Ob Finanzen, Beruf, Partnerschaft oder Liebe, machen Sie sich keine Sorgen, sondern rufen Sie an. Zenom Live und die Zukunft kann kommen. Müdigkeit, Kopfschmerzen, mir ging es gar nicht gut. Doch dann hat mir Albert Ruch Energetics geholfen. Zu neuem Wohlbefinden bin ich ganz einfach per Post gekommen. Der Sekrettest bei Albert Ruch Energetics ist einfach, schnell und sicher. Verschiedenste Viren, Bakterien, Pilze oder Parasiten, die das Wohlbefinden beeinträchtigen, werden so erkannt. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen fertigt Albert Ruch energetisierte Tropfen. Diese kommen ganz einfach auf dem Postweg zurück. Dank der Testauswertung weiß ich genau, was zu tun ist. Und ich fühle mich deutlich wohler. Weitere Informationen zum Sekrettest erhalten Sie unter ruch-energetics.com. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier beim Primetime Talk. Natürlich mit Kathi und unserem heutigen Gast, Lilly Prinzessin zu sein Wittgenstein Berleburg. Wir haben gerade gesprochen über das Leben als Prinzessin und vor allem natürlich wollte ich wissen, was es bedeutet, wenn man so im Zentrum der Öffentlichkeit steht, vor allem in dem jungen Alter,
21, 22. Man kann ja fast nichts tun, stelle ich mir vor, ohne dass es nicht irgendwo in den Medien breitgetreten wird. Ich glaube, es kommt auf den Charakter drauf an. Es ist natürlich wie alles im Leben irgendwie individuell verschieden. Für mich war es damals, da bin ich irgendwie so reingeschlittert. Das kam und ich muss ganz ehrlich gestehen, am Anfang fand ich diese unglaubliche Aufmerksamkeit mit einem eher wackelnden Selbstbewusstsein damals noch leicht so gewiss Babyspeck auf den Rippen und so. Was? Ja, so ein bisschen, ja, war schon noch, also ich schaue mir heute die Bilder von meiner damaligen Hochzeit an und denke mir, also im Grunde genommen schaue ich aus wie 14, nicht wie 20. Ja, das ist geblieben, heute ja auch so jung und strahlend. Das aber doch der Babyspeck nicht. Das nein, aber das Junggebliebene, das will ich damit sagen. Nein, aber es war natürlich, also es, ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, also für, um diese Zeit da auch wirklich dann in diesen Rahmen zu bringen, es war sehr viel Aufmerksamkeit. Da war natürlich auf der einen Seite die Klatschpresse, die für mich damals aus der Klosterschule kommt und aus einem sehr behüteten, eigentlich auch wenn wir viel umgezogen sind und es sicherlich da auch meine Eltern durch eine schwierige Zeit gegangen sind, aber wir waren doch sehr beschützt und behütet im Endeffekt untereinander. Und ich war sicherlich sehr unschuldig, also sehr naiv, würde ich sagen. Und bin mit vielen, also auch gerade Kritik, sehr, sehr schlecht, also ganz schlecht klargekommen. Auf der anderen Seite hat mich das durchaus stärker gemacht, da musste ich mit umgehen lernen. Aber es gab auch so unglaublich viele positive Dinge. Und was eigentlich für mich das war, und das habe ich, das merke ich immer wieder, auch wenn ich heute, wie gesagt, ich war gestern eben in Bückeburg und habe das Lillis eröffnet. Mhm. Das Lillis. Das Lillis, es heißt das Lillis. Und ich komme jetzt dahin, weil es war wirklich, es hat mich wirklich tief gerührt, weil die Zeit für mich in Bückeburg, und da war eine Interaktion zwischen den Schaumburg-Lippern und mir, da, die mich zutiefst geprägt hat und bis heute eigentlich auf einer Welle der Emotionen, eigentlich ich gehe in diese Welt und weiß auch immer, wann auch immer ich zurückgekommen bin, auch lange nach der Trennung, wie unglaublich, dass da eine Interaktion besteht, die nach wie vor da ist und daher eben... Du meinst auch was Warmherziges durch die Verbindung, natürlich durch den Sohn, aber eben auch, weil du Bückeburg so lieben gelernt hast. Genau. Und weil es dich so warm aufgenommen hat. So warm, aber also mit einer überschwänglichen Liebe eigentlich, die auch gegenkam und die mich eigentlich in diese Welt rausgetragen hat. Und ich glaube auch viele Dinge, die ich heute mache, ich weiß, egal was ist, auch wenn ich jetzt so viel unterwegs bin und dann Gypsy bin, selbst meine Tochter kommt heute, mein zweiter Mann kommt mit, wir haben alle zusammen Weihnachten gefeiert und dieses Angenommensein an einem Ort auf diese Art und Weise und wirklich so wertgeschätzt zu werden, dass selbst heute, 20 Jahre danach, eigentlich ein Restaurant aufgemacht wird und es das Lillis heißt und gestern habe ich eben rausgefunden, dass es im Volksmund immer das Lillis hieß und jetzt tatsächlich diesen Namen bekommen hat, was wirklich eine entzückende Geschichte ist, für mich auch, ich war wirklich den Tränen der Rührung nahe, weil es war Muttertag, meine beiden Kinder zusammen und diese unglaubliche Zuneigung, die mir da entgegengekommen ist. Und das ist wirklich etwas, was eben die andere Seite dessen war. Ja. Deswegen war, das hat natürlich die Klatschpresse so nicht aufgefangen. Das war was wir speziell hatten. Und deswegen war der Rest auch gar nicht so wichtig. Ich kann mir vorstellen, in dem Alter provoziert man das dann auch, wenn du sagst, ich bin behütet aufgewachsen in diesem goldenen Käfig. Geht man dann, rebelliert man dann? Um zu sagen, hier gebe ich euch noch Futter, oder ist das wirklich dann so ein Eigenläufer, dass das einfach läuft, wenn man da mal drin ist? Ich glaube, so eine gewisse Rebellion, so eine Urrebellion habe ich eigentlich von klein auf in mir drin gehabt. Ich war immer der Revoluzzer in der Familie und es hing vor allen Dingen eher, und ich habe das erst sehr viel später erkannt, dass es etwas in mir ist, es ist etwas in mir, das ein unglaublichen, unbändigen Freiheitsdrang hat. Es gibt da auch wieder, das habe ich sicherlich von meinem Vater, der sehr viele simple Sprüche hat, aber es gibt so gewisse Lebensphilosophien, die mich auch tragen. If you love somebody, set them free and give them a home to come home to. Und für mich ist es immer so gewesen, ich kann irgendwo bleiben und bin auch gerne dort, aber ich brauche das Gefühl, dass ich zu jedem Zeitpunkt immer mich jederzeit zu jedem Moment entscheiden kann dafür. Es ist etwas, was ganz tief in mir drin ist und ja, das ist immer wieder der Wunsch, natürlich irgendwo ganz zur Ruhe zu kommen, aber dieses Aufbrechen, Ausbrechen und das immer wieder auch mich neu erkennen. Dieses auch gerne zurückgehen erkennen. An den Ort. Absolut. Also das, was du ja gerade sagst, kommen, versteht irgendwie. Natürlich nicht jeder, aber eben die gibt dem anderen die Freiheit, um sich neu zu entscheiden und zu sagen, genau das möchte ich, was ich habe oder was ich da gerade verlassen habe. Ganz genau. Hast du mal irgendwann in deinem Leben so ein Gefühl gehabt von, das möchte ich alles nicht?
ich möchte ganz anders leben. Ich möchte nicht die Lilly-Prinzessin sein, sondern was wäre eigentlich aus mir geworden, wenn ich einfach nur Lilly gewesen wäre? Gab es sowas mal? Ja, natürlich gab es das. Habe ich viel drüber nachgedacht und eigentlich war ich ja auch immer nur die Lilly, als ich im Internat war und so weiter. Mir war nicht klar, dass das irgendwie so, also ich fand dann ganz viele Sachen toll. Ich wollte dann Schauspielerin werden übrigens, dann wollte ich Kostümbildnerin werden, aber ich wollte vor allen Dingen immer in die große weite Welt und es gab Momente, also gerade wo es mir rein psychologisch nicht so gut ging, ich habe da einige Sachen hinter mir, hatte also auch ziemlich schwere Depressionen eine ganze Weile und da habe ich mir echt überlegt, so und das war's jetzt gehe ich und trempe durch Amerika und fange irgendwie ganz neu wieder an. Aber wenn man zwei Kinder hat, macht man das natürlich nicht. Und das, Gott sei Dank, ja, das war so eine Anwandlung. Du hast ja auch was gelernt, was Richtiges. Du bist Schneiderin. Ich bin Schneiderin, in der Tat. Du bist Schneiderin und gibt es da mal irgendwie eigentlich so einen Plan? Du bist ja viel unterwegs. Du bist gerade für Bulgari unterwegs. Das ist wahr. Ich bin Bulgari Markenbotschafterin und das ist ein unglaubliches Privileg, weil mich das an die unglaublichsten Orte dieser Welt bringt und auch die tollsten Leute. Ich lerne die tollsten Leute kennen. Ich habe die fantastischen Unterhaltungen, intellektuellen Input auch und werde dort unglaublich verwöhnt und es macht mir einen Riesenspaß. Viele unserer Zuschauer wissen vielleicht nicht, was eine Markenbotschafterin eigentlich tut. Das ist interessant, das wusste ich früher auch. Die werden doch wahrscheinlich sagt man jetzt, naja, die wird jetzt von Bulgari ausgestattet mit unglaublich teurem Schmuck und den trägt sie auf bestimmten Veranstaltungen. Und darf sie den dann behalten? Fragezeichen. Leider nein. Nein, ich bin auch ganz froh, ehrlich gesagt, weil ich finde, für mich ist es so, dass ich eigentlich mich gerade in einem Zeitpunkt in meinem Leben befinde, wo ich versuche zu reduzieren. Ich bin der Ansicht, je weniger man hat, desto leichter ist der Koffer. Mhm. Also ich versuche wirklich so alles, was um mich rum ist, was mich ein... Also Reduktion auf das Wesentliche? Rückzug auf das Wesentliche. Also ich bin da in einem sehr großen Reduktionsprozess, ist auch notwendig. Mein Spitzname von meinem Vater ist Klamotti. Das heißt, ich habe die Neigung zum Messi und zum Anhäufen, zum Collecti. Also ich bin gerade definitiv im Reduktionsbedarf. Ich trage natürlich den schönsten Schmuck, selbstverständlich, sind die unglaublichsten Stücke, auch ein Handwerk dahinter, dafür steht es ja, sensationell gemacht. Es gibt bestimmte Sachen, die ich dann behalten darf, also zum Beispiel den Save the Children Kettchen, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich als Markenbotschafterin auch für die karitative Organisation Save the Children Markenbotschafterin bin und da waren wir gerade in Nepal und haben uns wirklich vor Ort informiert, wie denn diese Projekte, also wir bauen Safe Houses für Kinder, damit sie also nach Katastrophen sofort wieder einen sicheren Ort haben und psychologisch unterstützt werden, sodass die Eltern sich auch auf einen Aufbau kümmern können. Es gibt natürlich auch Notversorgung, aber also wir gehen wirklich, sind eine der wenigen Charities, die auch sofort in Nepal sind, waren die ersten. Also Direkthilfe. Direkthilfe und an Orten, wo man eigentlich gar nicht hinkommt. Wie wir da hingekommen sind mit Autos, ich bin aus dem Auto ausgestiegen, habe gesagt, so und jetzt laufe ich, jetzt reicht's mir, weil es da 1500 Meter auf der einen Seite runterging und dann auch noch irgendwie der Monsun, die Straße und wir wackelten eigentlich nur noch hin und her. Ein Auto ist fast abgestürzt, habe gesagt, so, das war's, ich laufe zu Fuß. Aber ich finde das sehr wichtig, dass das nicht die Prinzessin ist, die Schmuck und Kleidchen bekommt, sondern das ist ja wirklich harte Arbeit auch. Also das ist ja wirklich harte Arbeit. Das kommt ja auf einen selber drauf an. Genau, aber es gab in dem auch Fall, andere. Aber eben ganz wichtig ist, was aber das sagt sie ja gerade, genau. Ne, dass sie so das ich ganz, sich ganz einsetzt wichtig, ganz und das schön. Immer schon gemacht hat. Ja, und wenn man das in sich trägt, dass man hilft und dass man das gerne tut, ich glaube, dann wird man das auch nicht mehr los. Oder? Ich bin natürlich auch so groß geworden. Wie gesagt, wir haben vorhin von Verantwortungsbewusstsein gesprochen. Und ich glaube, was das größte Privileg ist, was ich mitbekommen habe, ich empfinde mich als extremst privilegiert. Der Titel ist natürlich ein Privileg. Ich bin mir sicher, dass es bestimmte Dinge gibt. Also ich habe gerade gestern interessant in der Zeit einen Artikel gelesen, auch unter anderem über mich und meinen Sohn. Das ist also zum Beispiel hieß, dass wenn man einen Titel hat, wird man also gerade im repräsentativen Bereich den anderen vorgezogen. Das ist ein Privileg per se. Ist so. Aber du hast natürlich auch so privilegiert die Möglichkeit, aufmerksam zu machen. Das ist wahr. Wie wir wissen, mit einer bestimmten Öffentlichkeit kann man eine bestimmte Öffentlichkeit erreichen. Und das ist ja das, was der Anspruch dahinter ist, wie ich dich verstehe. Was wir als Schauspieler natürlich auch kennen. Wenn du einen bestimmten Namen hast, kannst du für bestimmte Dinge eintreten. Ja. Ne, ob das jetzt als Botschafterin fürs Kinderhospiz Sonnenhof ist, wo es dann für die Hospize ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt. Oder damals Muckeviszidose und. Man kann also... Man kann was schenken. Man kann was zurückgeben. Und ich glaube, das ist eben einer der großen Werte, und mit denen ich groß geworden bin. Wir haben vorhin darüber gesprochen,
was ist denn eigentlich anders gewesen an meiner Erziehung? Ein Teil war das Zurückgeben. Es ist etwas, was mit uns zutiefst mitgegeben wurde, gebt zurück. Also karitative Organisation, es ist etwas, was einfach auch dazu gehört. Schaut euch an, euch geht's gut und ihr gebt zurück. Das muss man irgendwie in diesen Lebenskreislauf wieder mit einschließen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich bestimmte Geschichten wie Tischmanieren und solche Sachen, aber vor allen Dingen so dieser Gedanke des Weiterlebens. Ich glaube aber, dass das größte Privileg, mit dem ich groß geworden bin, ist eine unglaublich starke Reihe von Frauen. Wenn ich mir überlege, was meine Großmütter so, also gerade in den Momenten, ich habe natürlich auch Momente hinter mir. Ich habe ja damals den Alexander verlassen und habe dann meinen zweiten Mann geheiratet. Einen Designer geheiratet. Unglaublich lebensfrohen und auch wunderbaren Menschen. Und ich hatte wirklich eine sensationelle, wir kommen auch heute super miteinander klar. Und du hast eine zauberhafte Tochter, die heute auch da ist, aber nicht mit in der Sendung sein darf. Darf nicht mit in der Sendung sein, dafür ist sie noch zu klein. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf beide Kinder. Versuche ihnen auch das mitzugeben. Also das Größte ist, so gerade in Phasen des Umbruchs, die ich natürlich auch selber immer wieder provoziert habe, eine unglaublich starke Reihe von Frauen. Also die Werte, mit denen Frauen so, ich zitiere da immer Rocky Balboa von einer auf der Welt, nicht Buddha und ich weiß nicht wen. Es gibt auch eine lustige Geschichte dazu, aber das wird jetzt wahrscheinlich zu lang, weil das ist so eine Geschichte zwischen meinem Sohn und mir, meinen Kindern, weil mein zweiter Mann Rocky Balboa so toll fand, das mit den Kindern immer angeguckt hat. Ich liebe Rocky Balboa. Jedenfalls ist es sehr simpel und auf den Punkt gebracht. Rocky Balboa hat gesagt, es geht nicht darum, wie oft sie dich niederschlagen, es geht darum, wie oft du wieder aufstehst. Und das ist etwas, was wir wirklich mitbekommen haben. Und das ist auch eine andere interessante Sache. Wir haben vorhin über meine Ahnenlinie gesprochen. Es ist schon irgendwie so, dass man weiß, es geht jetzt gar nicht um die Privilegien. Die Privilegien, die haben sie sich ja erarbeitet über die Zeit. Es ist ja nicht so, dass die Titel einfach so gekommen sind, sondern die sind ja wirklich auch hart erkämpft worden. Genau. Und was dahinter steht, so diese menschliche Stärke, der Mut, die Kraft und auch dieser Wille, auch zuweilen als Führungskraft seinen Weg allein zu gehen, gegen all den Strom, gegen das Einfache sich dafür entscheiden. Es ist ja einfacher zuweilen, einfach sich dann hinzugeben und mit dem Strom zu laufen, aber dagegen zu stehen und zu sagen, nein, ich glaube hier dran in diesem Moment und jeder ist gegen einen und hier zu stehen gerade und das bewundere ich gerade sehr an meinem Sohn, der sich genau das so wie so ein Baumstamm, sein Rückgrat in sich drin anfängt zu leben und mich mit unglaublich viel Stolz erfüllt. Und meine kleine Tochter, die jetzt schon eigentlich das in sich trägt. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, einfach auch instinktiv mit der Muttermilch weitergeben. Und ich bin mir erst vor kurzem bewusst geworden, weil ich ein eigenes Projekt angefangen habe, worüber ich leider noch nicht reden kann. Aber es ging so ein bisschen darum, wie definiert man sich? Wer bin ich eigentlich? War ein ganz, ganz toller Prozess für mich zu verstehen, also als eine Marke zu entwickeln und zu sagen, wofür stehe ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Und dann kam mir, ja, ich bin ein Teil einer, ich bin auch jemand, der vielleicht Hoffnung geben kann, weil meine Familie existiert seit dem 11. Jahrhundert, der andere Teil seit dem 8. Jahrhundert. Ich bin heute hier und meine Kinder werden hoffentlich auch das noch in 1000 Jahren immer noch, da wird immer noch was da sein. Und das sind wir ja alle im Endeffekt. Da ist ja dieser Stamm, dieser Ursprung da. Mhm. Und das ist das, was, glaube ich, wenn man manchmal sich das Ganze von der Bergspitze aus anguckt, auch gerade die politischen Diskussionen und alles, was so gerade passiert, da gab es den 30-jährigen Krieg, da gab es den Ersten, den Zweiten Weltkrieg, was das alles gab. Aber heute sind wir hier und wir stehen immer noch. Und ich glaube, das ist etwas, was unglaublich viel gibt. Und ich glaube auch deswegen ist es im repräsentativen Bereich, fühle ich mich da schon auch zu Hause. Und es geht nicht um die Goodies, wie man sagt auf Aber Englisch. Repräsentativ sagst du nämlich ganz genau. Du hast eigentlich immer schon gesagt, ich bin eine Repräsentantin. Ja, das war. Aber war dir klar, was du repräsentieren wolltest? Wolltest du Mut und Tapferkeit, wenn du das jetzt gerade so ansprichst? Wolltest du Mut, Tapferkeit oder Freiheitsgedanken? Was ist das, was du wirklich repräsentierst für die da draußen? Weißt du, Kathi, das ist ganz witzig, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist eine Entwicklung. Ich lebe sehr öffentlich eine menschliche Entwicklung und vor allen Dingen die Entwicklung einer Frau. Ich bin unter sehr traditionellen Verhältnissen groß geworden. Für uns war ein Frauenbild das und auch selbstverständlich, dass Frauen eigentlich eine Rolle der Repräsentantin übernehmen, die macht die Kinder, die kümmert sich ums Haus, eine sehr, sehr traditionelle Frauenrolle, also ein sehr patriarchisches Umfeld. Wollte ich gerade sagen, bei euch hatten die Männer wahrscheinlich das Sagen, ne?
Also man, der Mann ist ja. Der Erste, der spricht. Ja. Und danach wahrscheinlich. Und ich würde es mir jetzt eigentlich, also so in diesem Aufbruch, und das ist ja jetzt gerade in den letzten 10 Jahren, ist ja sehr, sehr viel für Frauen passiert. Absolut. Ich meine, wir sind heute gleichberechtigt, wir werden intellektuell wahrgenommen, gleichberechtigt vielleicht noch nicht ganz, aber we're working on it. Ja. Gleichberechtigt, ja. Nein, es wird schon noch, aber es gibt dann unglaublich, also ich spüre momentan sehr, das ist also auch gerade in meinem Alter, das ist wirklich momentan eine Zeit für Frauen, wo ein Aufbruch besteht. Absolut, wo auf einmal statt dass wir Frauen sein dürfen und intellektuell gleichwertig sind. Es geht nicht mehr darum, also man hört uns eher mal zu. Man hört uns eher mal zu, genau. Und man hört uns zu, wir werden aber mittlerweile auch als intellektuell wirklich gleichwertig wahrgenommen. Und es ist nicht mehr nur über die Sexualität definiert. Das ist ja genauso wie die gleichgeschlechtliche Liebe. Das ist heute ja auch was anderes. Immer noch sehr, sehr schwierig. Eben, aber es ist was im Grunde genommen, ist. Es ist unglaublich schade. Also ich finde, das sind andere Länder, die das weitaus besser im Griff haben als wir, weil ich finde, das ist etwas, was völlig, ich finde auch das Intellekt. Es muss ja ein Geburtsrecht geben, ne? Vor Gott sind alle gleich. Vor Gott steht sind alle in gleich. Der Bibel. Und so, warum ist ein Heterosexueller gleicher als ein Homosexueller? Vor Gott sind Macht alle gleich. Sinn. Das ist genau der Punkt. Und für mich ist das genauso. Und was ich eben gerade versuche, das ist auch eine sehr schöne Sache, Aktion, die ich jetzt mit meinem Sohn zusammen mache. Wir werden einen Marathon rennen, er für seine Kinder, Charity, ich für meine. Gott. Wir rennen den zusammen, einen Ultra Trail. Ich darf noch nicht sagen, wo es hingeht, weil wir noch mit dem Visa. Darfst du sagen, wie lang der ist? Ja, mein Sohn hat an 200 Kilometer gedacht. Und das in 5 Tagen. Er ist 22, Militär trainiert. Ich bin etwas älter und mein Lebensstil. Kannst du nicht mal Rollschuhe mitnehmen? Ja, ich glaube auch. Aber was ich zeigen will und was wir beide eigentlich auch zeigen wollen, ist mit dieser. Ich bin sehr aufgewühlt gewesen jetzt in der letzten Zeit, gerade mit dieser Diskussion hier. Ich komme auch, meine Großmutter ist auch geflohen, aber was wir eigentlich zeigen wollen, ist, dass Mutter und Sohn auf der ganzen Welt dasselbe sind. Das ist dasselbe. Vor Gott sind wir alle gleich. Ob das nun eine Prinzessin ist oder ob das nun, ich weiß nicht, wo wir alle herkommen, aber wir sind alle hier aus einem Grund und es ist gut, dass wir hier sind. Und jeder Mensch hat dieselbe Würde und hat Bedarf nach derselben Würde und toll. Darf auch so respektiert werden. Und das ist für mich so der Gedanke. Und schöner Satz, weil das ist genau Gedanke. Nämlich das, wo ich auch gerade so sehr viel drüber nachdenke. Ne? Wer hat denn eigentlich gesagt, wem was hier auf diesem Planeten gehört? Absolut. Und wer hat das alles gemacht? Und wenn wir uns die Kriege angucken und wie alles entstanden ist, wer darf wo keinen Platz haben und wer darf wo nicht hin? Also das finde ich auch einen schweren Gedanken. Und aber da bin ich gerade sehr ähnlich unterwegs wie du. Toll. Marathon mit deinem Sohn. Ja. Jetzt bist du, aber im Moment lebst du ja so ein bisschen zurückgezogen, wobei du kommst gerade wieder zurück. Aber ich habe gelesen, du trägst zu Hause nur Dirndl. Das ist wahr. Fast nur Dirndl. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber im Sommer schon. Also ganz ehrlich, im Sommer schmeiße ich mir mein Dirndl an, radel zum See. Wenn ich in Österreich, so also wenn Tradition? Ich in Altaussee bin, da bin ich ja, das ist mein zweites Zuhause im Moment. Ich lebe zwischen Verbi in der Schweiz und zwischen Altaussee in der Steiermark und bin dort, also das ist der schönste, für mich der schönste Ort der Welt. Es ist wirklich das absolute Paradies. Tradition hat es, ich liebe es einfach und es gehört irgendwie dazu dort und ich finde es unglaublich hübsch und es ist einfach auch wahnsinnig praktisch. Ich fragte eigentlich deshalb, weil du sagtest, so, die Frau befreit sich so aus dem, ja. Da gibt es diese Mutter und den Sohn, aber das Dirndl ist für mich so eine sehr eigene Tradition, die ich, gut, ich war noch nie auf dem Oktoberfest, ich bin ein paar Mal eingeladen worden, ich denke, ich bin kein Dirndl-Typ, ich wäre eher die Hosen anhätte. Aber diese alte Tradition, gibt's die bei euch in der Familie tatsächlich? Also das Jankerl für die Männer oder Jankerl heißt so Jankerl und gibt's sowas auch? Möglicherweise gibt es das in diesem, ja, sicherlich, das ist sicherlich, es ist oder sozusagen, bist du das Dirndl? Als sicherlich als sozusagen Adelsuniform wird es oft abgestempelt, aber ehrlich gesagt, für mich ist das Dirndl ein Kleidungsstück, ich komme aus der Mode, ich finde es einfach unglaublich schön, ich bin generell Ästhet und vor allen Dingen ist es am See also nicht praktisch, weil man zieht es über ein Bikini und wieder aus und es ist, ich finde, so, okay. Ist persönlich besonders hübsch, ja? Und auch an Kindern ist es besonders entzückend. Also für mich ist das Dirndl, für mich ist das Dirndl insofern Tradition, als dass ich glaube, dass Traditionen schon auch wichtig sind zu wahren. Es geht um die Wahrung von Traditionen und das in die Moderne zu übertragen. Und was ich persönlich besonders schön finde am Dirndl oder auch an bestimmt einfach an der Tracht als solches, wie es in Österreich gelebt wird und in Bayern, es steht wie
wie alles irgendwie, natürlich gibt es da auch sicherlich eine Assoziation und so weiter und so fort, aber es ist auch ein traditioneller Bezug dazu. Und wenn moderne Frauen, die mitten im Leben stehen und ihren eigenen Weg gehen und für ihre Werte einstehen, ein Dirndl tragen, dann kriegt das Dirndl auch auf einmal eine neue Bedeutung. Was bedeutet das für hinaus, mich? Das ist eben nicht nur so dieses, das Frauchen zu Hause. Das Frauchen zu Hause ist, sondern dass das Dirndl einfach so was anderes bekommen hat. Es ist einfach die Mode, die du gern trägst in dem Fall. Ich finde es unglaublich hübsch, ja. Und ich finde vor allen Dingen die Alten besonders entzückend, ja, wenn sie denn passen. Wo ich nochmal zurückkommen wollte, das Thema Adel, repräsentativ und natürlich auch karikativ etwas daraus zu machen. Es gibt ja so diese Adeligen, die ihre Titel verkaufen, Adoptivprinzen. Hast du da eine Meinung dazu? Schadet das dem Adel? Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich besser eingelesen. Und Lilly darf wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen. Doch, ich darf selbstverständlich was dazu sagen. Und ich werde auch etwas dazu sagen, weil ich finde das ein ganz wichtiges Thema. Ja. Das ist nämlich, natürlich im Adel wird es als nicht besonders angenehm betrachtet, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das vorhin schon mal gesagt, Adelstitel sind sich erkämpft worden mit Blut, mit Mut, mit gegen den Strom schwimmen und zu Zeiten auf die eine oder andere Weise vielleicht auch nicht so rühmliche Art und Weise, das gibt es natürlich auch, ja, man denke an, anyway. Aber was ich sagen will ist, wer auch immer glaubt, durch einen Adelstitel sich selber persönlich aufzuwerten, hat meiner Ansicht nach irgendwie was im Leben nicht verstanden, weil er sich als Mensch nicht annimmt, weil er glaubt, er muss sich einen solchen Adelstitel erwerben, um nach außen hin mehr zu gelten. Aber das bedeutet ja, dass nach innen, dass da nichts los ist, dass da ein unglaubliches Bedürfnis nach Anerkennung ist. Und ich bedauere diese Menschen zutiefst. Vor allem fehlt denen ja auch diese Geschichte, diese Blutlinie, das ja diese gerade. Historie. Das ist aber das ist ja auch das Gruselige daran. Also wir kennen ja viele, wir wollen mal keine Namen nennen, weil das sind leider ja 30 bis 40 alleine jetzt in der nächsten Umgebung, die sich diese Adelstitel erkauft haben und sie dann auch noch weiterverkaufen, was ich auch noch furchtbarer finde, um ein bisschen Geld zu bekommen. Naja gut, ein bisschen Geld für eine Million ist da mal der eine oder andere Adelstitel über den Tisch gegangen. Und es sind ja nicht so viele Rühmliche dabei gewesen. Der eine oder andere ist hinter Gittern gelandet. Ne? Wie jetzt gerade wieder, nennen wir auch. Ich muss Sie ganz ehrlich gestehen, ich finde es einfach rein menschlich. Ich denke da immer mehr an die Menschen, die es tun und tun müssen und den Adelstitel verkaufen, meinst du, um Geld zu haben? Ja, oder auch die ihn erwerben müssen. Mhm. Ja, das ist ganz armselig. Ich bedauere das zutiefst, ja. Das ist einfach für mich menschlich bedauerlich, weil ich glaube, dass jeder von uns irgendwie auf so einem Grund auf dieser Welt ist. Und wir bekommen das, was wir bekommen, indem wir uns, das ist unser Spiegel, was um uns herum passiert. Das ist eher philosophisch, meine eigene Lebensphilosophie und sicherlich nicht nur meine. Aber ich weiß einfach, dass wenn ich jede Lektion in meinem Leben irgendwie nehme und wachse und weitergehe, mit dem Ansinnen, ja, zu wachsen, ja, und irgendwie etwas hier wieder zurückzugeben, dann kann es einfach nicht um solche Sachen gehen. Es ist menschlich so armselig, dass ich es nicht beneiden kann. Für mich, ich bin nicht. Ich kann das auch nicht beneiden. Vor allen Dingen, weil die meisten wissen, dass es keine gestandenen Adelstitel sind, die jetzt weitergegeben wurden oder wie du sagst, die durch Mut und Kruzbe dann tatsächlich entstanden sind. Ja, es gibt auch genug, die sich das erkauft haben, auch vor ein paar Jahren. Ja, gut, die gab es natürlich auch. Wo siehst du dich, du siehst dich als Repräsentantin, wo siehst du dich denn so in ein paar Jahren eigentlich? Bückeburg wird immer deine Heimat ein bisschen sein, ja, aber wird es für dich nochmal ein Schlösschen geben eigentlich irgendwo? Oder sagst du, ich bleibe eine Reisende mit ganz viel Freiheit im Herzen? Das wird vielleicht auch der liebe Gott entscheiden irgendwie und die Vision, die ich habe. Ich wünsche mir natürlich, momentan habe ich mich dafür entschlossen, wieder berufstätig zu sein, auch wieder in der Öffentlichkeit zu stehen, unter anderem, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist für meine Tochter und meinen Sohn, obwohl es für sie sehr viel Entbehrung bedarf. Sie sieht ihre Mami nicht so oft, wie sie sie gerne sehen würde und für mir tut es auch entsetzlich weh, weil ich sie natürlich nicht so oft sehe, wie ich sie gerne sehen würde. Aber ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist für sie zu sehen, dass es richtig und sinnvoll ist, auch als Frau und als Mensch etwas zu tun, was einem Spaß macht und wo man sich entwickelt und wo man glücklich ist und dass man sich für sich selber entscheiden darf. In meinem Fall
gehe ich da drin sicherlich auf, weil ich natürlich auf der einen Seite die Markenbotschafterin bin für Bulgari und diese karitativen Dinge tue, aber nebenher natürlich auch noch jetzt kommen viele andere Sachen dazu. Ich sehe die Möglichkeiten, andere Dinge zu entwickeln, die möglicherweise eben auch helfen in bestimmten Dingen. Das heißt, ich werde dann gleichzeitig irgendwie jetzt gerade auch noch zur Businessfrau irgendwie. Schaust du mal. Ja, sehr spannend und aufregend. Ganz, ganz toller Weg. Das möchte ich gerne weiterhin sein, solange ich die Kraft habe und vor allem gesundheitlich fit bin. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich muss nicht in einem Schloss leben. Das ist es nicht, worum es mir geht im Leben. Das sind, für mich sind es andere Werte wirklich. Ich würde gerne. Ach, da bin ich eher auf das Warme eingegangen. Ja. Sodass die Wärme. Also, dass eine Heizung ist. Ja, das hatte ich auch. Ja, das hatte ich auch schon. Ich habe 2 Jahre in Altos in einer Sommerresidenz verbracht, die wunderschön war, aber keine Heizung hatte im Winter und saß tatsächlich vor meinem alten Kachelofen im Winter mit Eis an den Fenstern. Aber es war trotzdem besonders schön. Toll. Lilly, was kann man dir wünschen? Also, erstmal gesund zu bleiben. Weiterhin deine vielen, vielen karitativen Dinge vor allen Dingen zu machen. Ein super 200 Kilometer Lauf in 5 Tagen, glaube ich. Möchtest du den machen? Wirst du den machen müssen? Anfang Juni. Wir werden dabei sein irgendwo. Könnt ihr dann klatschen am Ende? Ja, so nah werden wir schon aus der Ferne zugucken. Wenn ich da jemals ankomme, to be honest. Ja. Ja, um natürlich zu wünschen, weiterhin bei dir zu bleiben, oh, in deiner Mitte, danke. Wie du jetzt bist. Großartig. Also ich glaube, ein ganz großes Vorbild. Ja, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das kriegt jetzt nochmal ganz neuen. Well done. Ganz neuen. Das hängt bei Kick. Uns auch, bei meiner Schwester hängt es auch im Badezimmer so. Und ich finde es auch das Größte. Es ist tatsächlich, und bei euch ist es wirklich, ja. Ne? Also auch das muss ich auch dazu sagen, bei meinen Schwestern, und das ist eben was, die machen das auch so. Also die sind schon, das ist schon alles. Wir euch ganz viel Glück. Danke. Ich habe doch auf einen Satz, du hast in der Pause einen wunderschönen Satz gesagt, den ich ganz schön als Abschlusssatz finden das würde. Zitat, das Zitat deines Zitat. Vaters. Was habe ich denn gesagt? Es war... Hinfallen? Nein. Aufstehen, hinfallen? Nee. Ich fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Ihr habt nicht gebeten, bis zum Wachmann. Ja, ich wollte es eigentlich, ja, es kommt mir bestimmt gleich wieder, wenn die Kamera aus ist. Aber ich glaube, nicht schlimm. Zu viele hinfallen, aufstehen, Krönchen richten ist doch wunderbar. Ja, das passt. Das passt in diesem Fall. Ja, ganz, ganz viel Glück weiterhin. Dankeschön, dass du unser Gast warst, dass du dich hergetraut hast. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Nicht zum Thema. Adel verpflichtet. Ja. Doch, schon zum Thema. Aber da ging es ja darum, so hat dich dein Adel wirklich verpflichtet. Aber das Schöne ist geprägt nämlich, hat er mich. Dass man, ja, er hat dich auch irgendwie in die Pflicht genommen, finde ich. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Man wächst mit seinen Aufgaben. Das ist wahr. Wunderschöner Endsatz. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Tschüss. Dank, dass Sie wieder dabei waren bei diesem spannenden Thema. Wir sehen uns wieder im Juni. Ja. Freuen uns auf Sie. Schönen Abend noch. Dankeschön. Schönen Abend noch. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Haben Sie Liebeskummer? Oder möchten Sie einfach nur wissen, was Sie erwarten dürfen? Nur Mut, ein Anruf kann Klarheit bringen. Bei Zenom Live haben 200 Astrologen, Lebensberater und Hellseher stets ein offenes Ohr und einen klaren Blick in die Zukunft. Über zenomlive.com können Sie alle Berater kennenlernen und kontaktieren. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und nutzen Sie ein kostenloses Erstgespräch unter der Nummer 0800 430 33. Ob Finanzen, Beruf, Partnerschaft oder Liebe, machen Sie sich keine Sorgen, sondern rufen Sie an. Zenom Live und die Zukunft kann kommen. Müdigkeit, Kopfschmerzen, mir ging es gar nicht gut. Doch dann hat mir Albert Ruch Energetics geholfen. Zu neuem Wohlbefinden bin ich ganz einfach per Post gekommen. Der Sekrettest bei Albert Ruch Energetics ist einfach, schnell und sicher. Verschiedenste Viren, Bakterien, Pilze oder Parasiten, die das Wohlbefinden beeinträchtigen, werden so erkannt. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen fertigt Albert Ruch energetisierte Tropfen. Diese kommen ganz einfach auf dem Postweg zurück. Dank der Testauswertung weiß ich genau, was zu tun ist. Und ich fühle mich deutlich wohler.
Weitere Informationen zum Sekrettest erhalten Sie unter ruch-energetics.com. Die Car Wash Factory der Firma Leica Moser beim Blue Tower in St. Johann bringt Ihr Auto auf Hochglanz. Die manuelle Vorreinigung durch Mitarbeiter, der Jetstream mit über 80 Bar Druck, 4 Seiten- bzw. Dachbürsten, Felgen- und Türschwellenreinigung, Schaumwachsversiegelung und Lackpolitur mit anschließender Hochglanzpoliertrocknung garantieren ein rundum sauberes Auto. Ein gratis Jeton für den Staubsauger nach jeder Wäsche gehört ebenso zum Leica Moser Service wie die Rush Hour, in der Sie Ihr Auto günstiger waschen können. Ein Mikrofasertuch, einmal käuflich erworben, wird bei Verschmutzung nach jeder Wäsche gegen ein sauberes ausgetauscht. Wer saubere Autos liebt, der fährt zu Leica Moser in St. Johann.